Hallo. So ein Gedanken? Laura, ich sehe dir sogar von hinten an, dass du Probleme hast. Was ist los? Ich habe keine Probleme. Ja, erzähl mir sowas. Und wenn du nicht drüber reden willst, ist okay. Gehen wir spazieren. Alexander, ich mache alles falsch. Warum das denn? Ich habe Helen in der Psychiatrie besucht. Ja? Was ist daran falsch? Ich wollte sie dazu bringen, dass sie aussagt, um Gregor zu entlasten. Ja? Sie hat ausgesagt. Na also. Sie behauptet, Christian, den echten Christian, umgebracht zu haben. Moment. Helen hat... Nein, sie hat ihn natürlich nicht umgebracht. Sie hat es nur behauptet. Sie dachte, dass sie Gregor damit was Gutes tut. Ja. Damit macht sie alles noch schlimmer. Toll. Natürlich. Die Polizei denkt jetzt natürlich, dass sie ihn decken will und somit verdächtigt sie ihn erneut. Ist ja ganz klar. Ich bin so blöd. Warum gehe ich denn da hin? Warum spreche ich nicht vorher wenigstens mit Gregor? Es muss doch eine Möglichkeit geben, Gregor zu entlasten, ohne Helens Aussage. Wie denn? Sie ist ja die einzige Zeugin. Laura, ich würde dir gerne helfen. Also... Ich weiß, es ist lieb, aber das kannst du nicht. Gregor muss zu ihr gehen. Gregor ist der Einzige, der sie jetzt zur Vernunft bringen kann. Und genau das darf er nicht. Warum das denn? Der Kommissar hat ihm verboten, mit Helen zu sprechen. Ah, wegen ihrer Aussage. Mhm. Gott. Helen, du hast Gregor mit deiner Falschaussage nicht geholfen. Ganz im Gegenteil, du hast ihn in ziemliche Schwierigkeiten gebracht. Schwierigkeiten, wieso? Naja, Gregor hat natürlich bestritten, dass du die Mörderin bist. Hättest du dir denken können, oder? Du hast es falsch angetan. Falsch? Wieso falsch? Was ich gesagt habe, ist richtig. Ja, aber die Polizei geht davon aus, dass du Gregor decken willst. Und sie fragen sich natürlich, warum. Ich beschütze Gregor. Ich kann das nur... Ja, du willst ihn beschützen. Aber mit deinen Lügen schadest du ihm nur, wirklich. Schaden? Ich helfe ihm. Wenn du ihm helfen willst, dann sag die Wahrheit. Ich schade Gregor. Ich schade ihm doch nicht. Ich schade doch dem Gregor nicht. Ich wollte dich nicht aufschreiben. Hat Laura dich geschickt? Nein, natürlich nicht. Die Hexe will uns auseinanderbringen und du auch, aber das werde ich verhindern. Nein, Helen, darum geht es nicht. Ich will, dass du sofort hierher kommst. Gregor darf nicht zu dir. Sie lassen ihn doch nicht zu dir, gerade wegen dieser Falschaussage. Sag, er soll kommen. Sie haben gerade Helen gesprochen. Ich war bei ihr in der Klinik. Bitte sehr. Sie waren was? Ich war bei ihr in der Klinik. Sie lässt mir nicht zu ihr und Laura möchte sie nicht sehen. Da habe ich gedacht, ich wäre der Richtige. Der Richtige wofür? Um Helen zur Vernunft zu bringen, natürlich. Vielleicht hätten Sie sich erst mal überlegen sollen, ob ich damit einverstanden bin. Sie wollen doch, dass sie die Falschaussage zurückzieht, oder? Ich will vor allem, dass man mit mir redet, bevor man sich um meine Angelegenheiten kümmert. Jetzt Laura's Alleingang und jetzt das Gleiche von Ihnen. Ich wollte Ihnen nur helfen. Und Helen ist mir auch nicht egal. Sie helfen mir aber nicht, indem Sie sich ungefragt in mein Leben einmischen. Boah, was hast du davon etwa auch gewusst, oder was? Nein. Hast du ihn hingeschickt? Nein, ich hatte keine Ahnung. Laura wusste von nichts, wirklich nicht. Es war ganz allein meine Idee und ich trage die Verantwortung. Wie oft habe ich gesagt, dass Helen ihre Ruhe braucht? Sie ist sehr krank. Kapiert das niemand? Natürlich weiß ich, dass Sie Arzt sind. Und mir ist auch klar, dass Sie Helens Zustand besser beurteilen können als ich. Trotzdem, ich wusste doch nicht, dass sie so krank ist. Ja, was glauben Sie denn, warum sie in der Psychiatrie ist? Zum Spaß? Alexander wollte helfen. Genau wie ich. Helen ist psychisch krank. So was lässt sich nicht mit einem kurzen Besuch oder einem netten Gespräch eilen. Ah, das habe ich jetzt auch begriffen. Sie ist total durcheinander und verunsichert. Und wenn jemand ständig auf sie einredet, dann wird das nur noch schlimmer. Sie braucht Ruhe. Gregor, es kommt nicht wieder vor, versprochen. Ja, versprochen. Wenn das so weitergeht, bin ich bald der Fall für die Psychiatrie. Das wollte ich nicht. Ich weiß. Oh, herrlich, ne? Ja. Besser als im Hotel abhängen, du. Hab ich ja richtig Glück gehabt, dass Mike heute nicht kann. Ja, das dachte ich mir schon. Aber ewig wird Mikes Motorrad nicht kaputt sein. Es ist in der Zeit, dass du deine Sachen mit Gregor mal langsam checkst, ne? Ja.
Das wird nicht so einfach. Der hat mich so angefahren. Aber nicht ohne Grund. Alexander und ich wollten doch nur helfen. Wir meinen das so gut. Ja, gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Ich meine, versetze ich mal in Christians Lage, ja? Gregor heißt er. Ja, ich wusste, dass das kommt. Ist doch völlig egal. Ich meine, ich kann ihn verstehen. Ja? Erst holt den Alexander auch noch gerade aus der U-Haft, ja? Und dann mischt ihr euch bei Helen ein. Wir meinten es gut. Ich hab... Ja, okay. Ich hab's verstanden. Ich meine, schau, es ist halt schwierig für ihn, dass gerade Alexander sich bei ihm einmischt. Du, Alexander, nein, aber Alexander hat das nicht gemacht, um sich einzumischen. Er will Gregor doch nur zeigen, dass er unsere Beziehung akzeptiert. Aber Gregor sieht das anders. Oder? Ja, Schäfer musst du auch lassen. Außerdem verstehe ich dieses ganze Affentheater da nicht und diese Helen. Hör mal auf. Die ist wirklich krank, die ist in der Psychiatrie. Ja, aber sag ich doch, die ist doch blemblem. Ja, entschuldige, schon mal, wenn sie dabei bleibt, dass sie den echten Christian umgebracht hat, dann ist doch alles paletti. Das muss ja wohl nicht dein Ernst. Doch, das ist mein Ernst. Sie ist unzurechnungsfähig. Die kann überhaupt nicht in den Knast kommen. Und ihr seid alle fein raus. Du bist so unmöglich. Nein. Willst du? Nein. Das sind Pfefferminzplätzchen, ja? Nicht, dass hier wieder irgendwelche Drogengerüchte aufkommen. Die machen nur bedingt süchtig. Das Gerücht hat übrigens Marie in die Welt gesetzt, gell? Mhm. Der Vergaser ist kaputt. Also ja. Ich hätte Alexander da nicht reinziehen dürfen. Schön, dass du das einsiehst, wenn es auch ein bisschen spät kommt. Es tut ihm leid, dass er in der Psychiatrie bei Helen war. Wirklich, und er wollte nur helfen, das stimmt. Es ist schon okay, ich hab's verstanden. Du, aber du bist doch immer noch sauer. Ich hab gesagt, es ist okay, Laura. Aber den Eindruck habe ich gar nicht. Mein Gott, ich habe doch eingesehen, dass ich es falsch gemacht habe und ich habe mich entschuldigt. Was bitte soll ich denn noch tun? Lass uns einfach nicht mehr drüber reden, okay? Warte mal, dann können wir ja heute Abend was zusammen machen. Heute Abend habe ich schon was vor. Du bist verabredet, oder was? Ja, genau, mit einem alten Schulkameraden, der hat hier gerade in der Nähe zu tun. Entschuldigung, Herr Deville, sind Sie mit der Reparatur auf Zimmer 12 schon fertig? Das dauert noch 2 Tage. Oh, 2 Tage. Ja, geben Sie mal bitte Bescheid, wenn Sie soweit sind, ja? Das mache ich. Gut. Also, tschüss. Danke, Gregor. Helen. Auf den Lassen her. Gregor. Gregor, ich weiß, dass du da drin bist. Jetzt mach auf. Du bringst dich immer weiter in Schwierigkeiten. Jetzt mach die Tür auf. Nein, mach nicht auf. Helen, das hat doch keinen Sinn. Ich muss sie öffnen. Nein, sie will dich mir nur wegnehmen. Bitte. Bitte mach hier nicht auf. Ich hab doch gehört, dass Sie Gregor gesagt haben. Also, ist er da drin? Wieso wollen Sie das überhaupt wissen? Weil Helen Marinelli aus der Psychiatrie geflohen ist. Deshalb. Aber mir scheint, das wissen Sie bereits. Nee, woher sollte ich das wissen? Keine Ahnung. Hören Sie auf zu lügen, Frau Mahler. Ich lüge nicht. Sie machen sich mitschuldig. Außerdem reiten Sie Ihren Freund nur noch tiefer in die Sache hinein. Also, wenn Sie etwas wissen, dann sagen Sie es jetzt. Noch ist es für die Wahrheit nicht zu spät. Frau Mahler, das ist mein voller Ernst. Wenn Sie die Sache nicht noch schlimmer machen wollen, und zwar für Herrn Bergmeister und für Sie, dann sagen Sie mir jetzt, was hier los ist. Sie wissen doch, dass es um Herrn Bergmeister nicht gerade gut steht. Er kann jetzt wirklich keinen Ärger gebrauchen. Ja, also ich kann ihn wirklich... Ich denke, ich habe mich klar ausgedrückt. Wenn Sie Ihrem Lebensgefährten helfen wollen, dann sagen Sie mir jetzt, was Sie wissen. Oder wollen Sie ihm wirklich noch mehr schaden? Ich kann Ihnen nichts sagen. Aber vielleicht finden Sie ja hinter der Tür eine Antwort.
Herr Bergmeister! Polizei! Machen Sie bitte die Tür auf. Herr Kommissar? Guten Tag, Herr Bergmeister. Gibt's irgendwas? Wo ist Frau Marinelli? In der psychiatrischen Klinik? Ja, das dachte ich auch. Da ist sie aber nicht. Sie ist gestern Abend von dort verschwunden. Ach, erstaunt. Ich hätte schwören können, das wüssten Sie bereits. Ich? Woher denn? Tja, Entschuldigung, also dann habe ich mich getäuscht. Ich dachte, er weiß vielleicht was, aber offenbar... Ja, da hat sie sich offensichtlich wirklich getäuscht. Ich hatte bis eben keine Ahnung, dass Helen abgehauen ist. Sie ist wirklich nicht hier, falls Sie das glauben. Sie können sich gerne umsehen. Worauf Sie sich verlassen können. Sie scheint tatsächlich nicht hier zu sein. Habe ich doch gesagt. Tja, habe ich mich getäuscht. Aber ich bin mir sicher, Helen wird bald wieder auftauchen. Das kann man nur hoffen. Auch in Ihrem eigenen Interesse, Herr Bergmeister. Wenn Sie sie sehen sollten, dann wissen Sie, was Sie zu tun haben. Mich benachrichtigen. Ja, das mache ich. Schönen Tag noch. Wo ist sie denn? Wo geht's eigentlich noch? Fällt dir nichts Besseres ein, als mir diesen Typen auf den Hals zu hetzen? Er stand plötzlich hinter mir. Ich war leicht überfordert. Ja, das war aber wirklich die schlechteste Lösung. Ich will auch nur nicht, dass wir noch mehr Schwierigkeiten kriegen. Laura, ich will ja auch nicht, dass du Stress bekommst. Aber mir wäre wirklich sehr damit geholfen, wenn du dich endlich raushalten würdest. Wenn du mir schon Schwierigkeiten ersparen willst. Sag mir doch endlich mal bitte, was du vorhast. Warum versteckst du Helen? Willst du mit ihr abhauen? Ach, oder wie? Quatsch, ich werde versuchen, ihr klarzumachen, dass es das Beste ist, wenn sie freiwillig zurück in die Klinik geht. Und wenn sie das nicht tut? Nur da kann ihr geholfen werden. Und das wird sie auch einsehen. So, ist alles wieder okay. Komm rein. Okay, Vorsicht. Ja, Achtung. Ja, so. Okay. So, komm. Du kannst sie doch nicht da draußen aufs Fenster. Du, was hätte ich denn machen sollen? Komm, du musst nicht weinen. Es wird alles in Ordnung. Gar nichts ist in Ordnung. Laura hat uns verraten. Du brauchst mich beschützen. Laura hat dich nicht verraten. Natürlich hat sie es getan. Jetzt wird alles nur noch viel schlimmer. Nein, wird es nicht. Das verspreche ich dir. Lass mich nicht mit dir allein. Ich lass dich nicht allein. Ich habe es besser, wenn du es alleine lässt.